Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in unserem Gesundheitsfernsehen. Mein Gast, den Sie gleich sehen, ist tatsächlich 2 Jahre älter als ich, aber wenn Sie ihn sehen, können Sie es kaum glauben. Er ist ein Forscher, ehemals an der ETH in Zürich, hat dort ein Spin-off gemacht durch die Entwicklung eines Produkts, das den Namen OM24 trägt. Und dieses Produkt hat es echt in sich und er ist der lebendige Beweis. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. So, und da sind wir wieder und da ist mein Gast Dr. Hans Holzgang. Herzlich willkommen. Großaufnahme auf dich. Kamera hält drauf und tatsächlich, du siehst extrem jung aus. Du hast wirklich dieses OM24 lange Zeit jetzt auch genutzt und gebraucht. Und man sieht es einfach, die Haut ist jünger, die Falten sind kaum da. Und das ist alles mit diesem OM24 im Zusammenhang. Erklär noch mal kurz, was ist OM24 für die Zuschauer, die dich heute das erste Mal sehen? Ja, bei OM24 handelt es sich um einen Teepflanzenextrakt. Die Teepflanze ist die Pflanze, aus der man Grüntee, Schwarztee, Weißtee und so weiter macht. Wir haben eine spezielle Methode entwickelt, die Wirkstoffe herauszuholen, sie zu stabilisieren und sie in Produkte einzubauen, so dass man funktionierende, wirksame Produkte bekommt. Mhm. Und wir haben den Wirkstoff so weit entwickelt, dass wir bis in die Ebene Heilmittelentwicklung gehen können im Bereich Krebsprävention oder Krebstherapie. Hautkrebstherapie hat die Geschichte eigentlich angefangen und heute haben wir aber für den Nutzer eine ganze Serie von Pflege-Kosmetikprodukten im Bereich Anti-Aging gemacht, weil das hängt ja sehr stark damit zusammen, insbesondere mit der Prävention, also diese Zellschäden zu verhindern. Mhm. Und das haben wir auch in klinischen Studien und in zellbiologischen Studien an verschiedenen Hochschulen getestet. Bevor wir gleich ins Thema von sogenannten Entzündungsprozessen reintauchen, noch eine Frage. Mir wurde mal gesagt, wenn Leute auch Altersflecken haben, die nerven, und man wirklich mit diesem Wirkstoff regelmäßig das einmassiert an dieser Stelle, dass die Zellerneuerung beschleunigt wird und die Altersflecken womöglich weggehen. Mhm. Ist das korrekt? Ja, also der Prozess ist eigentlich der, dass der Wirkstoff die Fähigkeit hat, Zellen, die schon einen zu hohen Schaden haben, also eigentlich in diesen sogenannten Präkanzerose-Bereich geraten, wo sie sich zu stark teilen oder so, dass sie an der Oberfläche Rezeptoren ausbilden. Und unsere Wirkstoffe gehen an diese Stellen und sagen diesen Zellen, sie sollen doch sich bitte wieder verabschieden. Und bei Altersflecken sind diese Zellen eben gehäuft. Und dadurch werden diese wieder heller oder zum Teil verschwinden die auch massiv und können so durch reduziert werden, indem wir einfach der Zelle den natürlichen Zelltod wieder zurückgeben. Gleichzeitig schützen wir die neuen Zellen, die kommen. Also wir sind ja chemopräventiv, sagen wir dem. Also wir verhindern und reduzieren massiv DNA-Schaden. Das heißt, dadurch gibt es eine Art Gewebserneuerung, indem dass wir zu stark geschädigte Zellen verabschieden und Zellen, die gesund sind, eben schützen können. Und das gibt es eine Art Regenerationseffekt. Ja. Entschuldigen Sie die ganz kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wir möchten Sie gleich teilhaben lassen an einem kleinen Ausschnitt von einer besonderen Sendung, die wir kurz zusammengefasst haben. Und wenn Sie die ganze Sendung dann auch schauen möchten, dann finden Sie in der Beschreibung unten jeweils den entsprechenden Link. Viel Spaß! In Amerika und in Deutschland ist es, oder in Europa ist es momentan die dritthäufigste Todesursache. 31%, das geht nicht mehr auf die Altersstruktur zurück. Das ist eine Beschleunigung des Prozesses. Und ein anderer Hinweis, dass der Prozess beschleunigt wurde, ist der, dass zum ersten Mal eine gewaltige Zahl von Menschen unter 65 schon Alzheimer bekam. Bei diesen 436.000 sind 100.000 unter 65. Ich gehe davon aus, dass alle chronischen Entzündungen, die wir haben, letztendlich alle über diesen Mechanismus laufen und dass wir zumindest eine Reduktion hinbekommen durch Lithiumgabe. Jetzt habe ich da gerade ein Wort aufgeschnappt, verabschieden. Also meine, wenn wir in eine Krebszelle reinschauen, die ja eigentlich den Stoffwechsel gewechselt hat
und eigentlich kein Zelltod mehr erlebt. Mhm. Jetzt kommt das Wort verabschieden, mhm, heißt das. Man kann tatsächlich auf der Haut eine Krebszelle verabschieden. Mhm. Ja, man kann natürlich einen Zelltod induzieren bei den Zellen. Hm. Es ist auch interessant, sage ich jetzt mal, von so Feedbacks von Einzelfällen, Leute, die das gemacht haben mit Altersflecken, dass die mir dann zurückbrechen und sagen, ja, der Flecken wird heller und dann kriege ich noch so eine Art Krüstchen und so. Mhm. Und das sieht man eben, wie verabschiedet sich eine Zelle, eine Hautzelle, und das passiert ja täglich. Wir wechseln ungefähr jeden Monat unsere Haut aus. Also die Zellen brauchen 28 Tage von der ersten Zellteilung, Definition aus der Stammzelle, bis sie oben als Hornzelle abgeschoben wird. Also es ist ein extrem schneller Zellzyklus. Deshalb ist Hautkrebs auch recht gefährlich, weil die Zellen eben sich recht schnell teilen. Aber ist doch jetzt gerade ein Wunder, 28 Tage. Das heißt, eigentlich ist irgendetwas, eine Information in der Zelle, die immer wieder eine falsche Reproduktion auslöst, die immer wieder zum gleichen Ergebnis führt, oder? Ja, das ist halt dann eben das Thema, dass in den unteren Schichten diese Zellen immer weiter teilen und eben nicht mehr aufhören und den Fehler dann immer weitergeben. Mhm. Und wenn ich dann... Also, was ich erklären wollte, war, dass diese Zellen eben oben als Hornzelle abgeschoben werden. Und wenn ich dann eine Anhäufung von Zellen habe, die sich quasi nicht mehr verabschiedet, aber ich induziere Zelltod, dann machen die das ja dann gleichzeitig. Mhm. Das heißt, es werden gleichzeitig mehr Zellen nach oben abgeschoben und das gibt dann diese Schuppung. Mhm. Aber das müsste doch jeder Dermatologe wissen, was wir jetzt da gerade sagen, oder? Ja, ja, also das ist ja eine Lösung. Das wissen die auch. Ja, es ist sicher eine Unterstützung zu verschiedenen Lösungen, die in der Dermatologie vorhanden sind. Die Dermatologen kennen das auch, aber wir haben natürlich das Thema immer wieder, dass diese Produkte, die jetzt auf dem Markt sind, noch keine Heilmittel sind. Das heißt, der Dermatologe kann das empfehlen und es gibt auch einige, die mit dem arbeiten, aber der Patient muss es halt selber zahlen. Mhm. Und da kommen wir dann immer an die Grenze des Marktes, sage ich so mal, oder der Möglichkeiten. Nicht jeder will sich das leisten oder kann sich das leisten, obwohl die Produkte nicht jetzt irgendwie absurd teuer sind, aber... Es ist halt immer noch so, dass wenn ich zum Arzt gehe, dann erwarte ich halt, dass die Krankenkasse die Medikamente bezahlt. Und wenn der Arzt dann sagt, ja, aber Sie sollten zur Pflege das und das verwenden und dann muss ich halt noch etwas selber zahlen, dann wird es manchmal schon schwierig. Oder? Jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Das ist noch die Krux. Deshalb versuchst du ja jetzt auch, einerseits diese OM24-Produkte, die als Nahrungsergänzungsmittel oder als Kosmetika zugelassen sind, jetzt auch in sogenannte Heilberufe reinzubringen, als Heilmittel? Ja, genau. Ja, wir versuchen insbesondere jetzt im Entzündungsbereich ein erstes Produkt bis zur Phase 2-Studie zu bringen. Die Resultate sind sehr vielversprechend, also als Cortisonersatz für die Haut das zu verwenden. Dann sprechen wir von Neurodermitis, Psoriasis, atopische Ekzeme. Wir haben da schon ganz krasse Sachen damit behandelt. Aber das ist doch ein Riesenmarkt, ein Cortisol-Ersatzprodukt. Da gibt es doch auch Interessensgruppierungen, die das gar nicht wollen, oder? Dass sowas kommt. Oder ist das mehr so ein bisschen Verschwörungsdenken in mir darin? Nein, ich glaube schon, dass die Industrie dort immer wieder Produkte sucht. Wir sind auch sehr recht alleine unterwegs, würde ich sagen, im topischen Bereich. Die Industrie versucht, Lösungen zu machen mit Antikörpern und Entzündungshemmern, also so Immunmodulatoren und so weiter, die man spritzt, Injektionen. Das sind sehr teure Therapien, auch recht nebenwirkungsbehaftet. Schon auch effizient, aber eben, man muss dann immer abwägen zwischen was bringt es dem Patienten und was sind dann die Nebenwirkungen davon. Und in diesem topischen Bereich läuft, soweit wir das überblicken können, im Moment nicht so viel. Und da möchten wir mal eine äußerliche Lösung auch noch der Industrie anbieten, weil das
sehr schnell einen Effekt bringt, natürlich von außen. Und weil man das sehr lange anwenden kann. Weil beim Cortison kommt man dann manchmal an die Grenzen mit der Gewöhnung und so weiter. Auch wenn die neuen Produkte heute besser sind, aber Cortison hat ja verschiedene Wirkungen auf verschiedenen Ebenen. Und wenn man das großflächig anwendet, ist es ja immer so, dass das System das auch mitkriegt. Oder? Jetzt hast du gesagt, ihr seid dran, aber ich würde jetzt mal behaupten, als Anwender, als begeisterter Anwender von diesem OM24, dass das die jetzige Kosmetikum das jetzt schon macht, antientzündlich zu arbeiten. Ja, natürlich. Das können wir nicht verhindern, dass das Produkt das macht. Es ist einfach nicht so angeschrieben und deklariert, aber es tut es ja schon. Ja, es wurde als Anti-Aging-Produkt entwickelt, weil wir natürlich eben diese verschiedenen Ebenen haben. Wir haben diese Zellschutzebene, aber wir haben natürlich als Radikalfänger und als starkes Antioxidant natürlich auch diesen Entzündungshemmungseffekt. Und das gibt natürlich eine sehr wertvolle Pflege für Leute, die solche Probleme haben im Alltag. Ich mache dir nämlich jetzt ein Beispiel. Ich habe jetzt gerade den sauren Most entdeckt für mich. Ich liebe den ohne Ende. Ja. Hat aber Histamin drin. Und jetzt, ich so gesund, wie ich denke, wird so sein, entwickle jetzt plötzlich eine kleine Histaminintoleranz. Also es juckt. Es juckt ohne Ende. Ja. Und jetzt habe ich genau diese Creme genommen, eingeschmiert. Da hast du nichts mehr jucken, nichts. Entzündung ist weg. Ja. Für 24 Stunden. Ja. Also ich muss halt schon cremen. Also daher sage ich ja, dieser Cortisolersatz sehe ich heute schon. Also man kann... Ja, wir wissen natürlich viel mehr aus unserer Hintergrundforschung auch und auch aus Einzelfallstudien, die wir gesehen haben. Wir haben zum Beispiel auch die Kosmetik mal auf sogenanntes Nesselfieber aufgetragen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Mhm. Das ist so ein Ausschlag, der sieht aus wie Brennnessel. Kann verschiedene Ursachen haben, Stress, virale Infektionen und beruht darauf, dass Mastzellen granulieren, eben Histamin ausschütten und dann diese Reaktion auslösen. Und da haben wir das auch schon mit einer Bodylotion aus der Kosmetiklinie dann einfach gepflegt und das ging innerhalb von Stunden. Hat sich das reduziert. Und das sind sehr eindrückliche Bilder. Wir haben das fotografiert, auch links und rechts, um zu schauen. Und das ist schon eindrücklich, oder was ich auch interessant fand, in letzter Zeit sind die Mücken und Wespen und so sind recht unterwegs und habe einem kleinen Kind, das ist recht betroffen war von diesen Mückenbissen, haben wir normales Antihistamin, was man so verwendet im Markt, draufgetan und haben dann zwischendurch aber auch dieses höher konzentrierte Gel draufgetan, dieses Novi-Gel 2%. Ja. Und das, dieses Mücken Mittel da, dieses Antihistamin, das hat zwar das Jucken dann schon auch schnell genommen, weil es hat ein Antihistamin drauf gehabt, aber interessanterweise, und das ist wirklich ein sehr kleines Kind, das ist jetzt gut 2 Jahre, kann gerade so sprechen, hat nach dem anderen Gremli dann verlangt, also nach diesem Novigel, weil es gemerkt hat, wenn ich das nachher noch drauf tue, dass das länger das Jucken irgendwie nimmt. Ja. Und natürlich die Rötung, weil das sehr entzündungshemmend ist, oder? Das heißt, das ist dann so eine Kombination, diese Histamingeschichte zwischen Entzündung und Jucken. Und meistens wird dann versucht, einfach das Histamin wegzunehmen, aber die Entzündung muss ja dann auch noch zurück. Mhm. Und das war sehr interessant, ja. Also das kann man mit der Kosmetik tatsächlich auch schon machen. Entzündungshemmend. Ich habe gelesen, es hat einen 350-mal höheren Wirkschutz als Vitamin E und über 100-mal als Vitamin C. Und hier wissen wir ja, das sind ja eigentlich Oxidantien, wo Energie bringt.
Und wenn ich hier eine Entzündung habe auf der Haut, egal welcher Natur, sei es aus der Pubertät her, Pickel im Gesicht bis hin zur Neurodermitis, habe ich eigentlich immer einen Elektronenmangel. Das heißt, ich bräuchte Oxidantien, die mir Linderungen geben, oder? Antioxidantien, die mir Linderungen geben, oder? Ja. Genau, ja. Also es ist ein sehr starkes Antioxidant selber. Wir haben das gemessen in der Reduktion von Zytochrom C. Das ist also genau das, eben das Gegenteil von Oxidation, ist Reduktion. Das hat nichts mit Verminderung zu tun, sondern das ist der gegenteilige chemische Prozess. Also wenn ich von irgendetwas Elektronen abgebe, dann oxidiere ich das. Wenn ich die Elektronen dazugebe, dann reduziere ich das. Und wir haben das gemessen, diese reduktive Wirkung im Vergleich zu Zytochrom, mit Zytochrom C-Oxidation, im Vergleich zu Vitamin E und zu Vitamin C, und haben gesehen, dass wir das etwa 100 Mal besser können als Vitamin C und etwa 350 Mal besser als Vitamin E. Und das ist ja nur die Substanz, das ist ja noch nicht, was wir zusätzlich in der Zelle dann auslösen auf DNA-Ebene. Ich habe ja schon einige Sendungen gemacht über die hohe Bedeutsamkeit vom Vitamin C. Manche Ärzte sagen, es ist ein ärztlicher Kunstfehler, wenn man als Arzt Vitamin C dem Patienten nicht mit nach Hause gibt. Du sagst mir jetzt, es ist so viel stärker in der Wirksamkeit. Jetzt kann ich mir das ja, kann ich ja nicht die Kosmetika essen, oder? Gibt's da auch, hat man die gleiche Wirksamkeit mit ganz wenig von diesem OM24-Wirkstoff, wenn ich es oral einnehme? Es gibt natürlich Nahrungsergänzungen davon. Dazu muss ich zum Vitamin C und so muss ich auch noch etwas sagen. Man sagt ja auch immer, man muss mit diesen Antioxidantien auch immer aufpassen, insbesondere wenn sie isoliert werden. Also hohe Dosen von Vitamin C, die werden prooxidativ. Und das hat damit zu tun, dass ja das Vitamin C, dass das Vitamin C Elektronen abgibt. Und wenn ich isoliertes chemisches Vitamin C habe, dann hat das keinen Reaktionspartner. Also was passiert, wenn Vitamin C ein Elektron abgibt? Es wird ja selber dann oxidiert. Zum Radikal. Ja, und habe ich dann etwas gewonnen, oder? Das ist dann die Frage. Also man muss wissen, dass in der Krebstherapie absichtlich hohe Dosen von Vitamin C eingesetzt wird, wo man genau das ausnutzt, dass man das Vitamin C quasi oxidiert, um freie Radikale zu schaffen, um die Zellen abzutöten. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Man sollte diese Antioxidantien immer in Kaskaden oder in Formen einsetzen, wo sie sich gegenseitig auch wieder neutralisieren. Und das ist eigentlich das OM24 und das Potenzial im OM24. Das besteht nicht aus einem einzigen Molekül, das dann irgendein Elektron abgibt, um etwas anderes zu neutralisieren, sondern es kann in sich selber, in Kaskaden, sich selber wieder neutralisieren. Ach. Und damit bleibt gar kein Radikal übrig. Jetzt aber, hä? Das ist ja interessant. Das ist ja eigentlich eine Revolution, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Nein, darüber haben wir nicht gesprochen, aber das ist sehr wichtig zu verstehen, weshalb dieses Wirkpotenzial so viel höher ist als einfach ein normales Antioxidant, ein normaler Radikalfänger, weil man halt immer, diese Wirkstoffe ist in sich ein Konzept. Aber ich meine, wenn wir einen Menschen nehmen, der irgendwo in einer Krankheit drinsteckt, zum Beispiel in Arteriosklerose, Arthritis, Produkte, Rheumaprodukte, ausgelöst über Stress und, ist ja Vitamin C, wissen wir, eine hervorragende Ergänzung, aber es wird selbst zum Radikal, haben wir gehört. Wie kriegen wir OM24 in den Körper rein, um genau hier Menschen, die in einem Abbauprozess drin sind, Krankheit ist ja auch ein Abbau, hier wieder zu stärken?
Also eben, es gibt Nahrungsergänzungen, es gibt Tabletten. Mit dem OM24? Mit dem OM24, ja, da kann ich regelmäßig eine Tablette pro Tag. Es gibt verschiedene Formen von Tabletten, die gleichzeitig auch noch Basen abbauen, zum Beispiel Säuren abbauen. Und die sind dann viel wirksamer als die Vitamin C. Also eine Tablette wäre dann wie, ja, Klammere 350 Vitamin C-Tabletten, oder? Ja, man muss einfach auch noch da unterscheiden, welche Wirkung von Vitamin C will man. Mhm. Vitamin C ist ja ein Vitamin, das hat eine Funktion zum Beispiel im Kollagenaufbau. Haben Sie eine gesundheitsspezifische Frage und möchten zeitsparende Antworten, ohne stundenlang zu recherchieren? Stellen Sie Ihre Frage an Kai Sana. Sie generiert für Sie fundierte Ansätze und präzise Videovorschläge. Hat viele andere Funktionen im Körper. Also ich kann nicht auf das Vitamin verzichten. Aber interessant ist, und das haben wir auch gemessen, dass Vitamin C ja viel länger wirkt in Kombination mit OM24. Ach. Und es macht Sinn, das zusammen einzunehmen, oder zum Teil hat es das in den Produkten auch schon drin. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein Produkt entwickelt für Chemotherapiepatienten, um die Nebenwirkungen zu reduzieren. Die Nebenwirkungen sind ja Müdigkeit, Übelkeit, Haarausfall, Neurodegeneration. Also durch die Radikale werden die Nerven angegriffen und so weiter. Und da haben wir bei dieser Novel Pharm ein Produkt entwickelt, das heißt Novosiden. Das ist ein Getränk in einem Beutel und da kann ich jeden Tag 1-2 nehmen während der Chemotherapie. Ach, sind das diese Shots da? Nein, es sind so Beutel mit einem Pulver drin. Das kann ich auflösen in einem halben Liter, dreiviertel Liter Wasser und trinken. 1-2 im Tag. Das ist eine spezielle Dosierung dort drin dann und eine spezielle Kombination, weil es gibt zum Beispiel Vitamine, die sollte ich nicht nehmen als Krebspatient, weil das die Zellteilung fördert. Mhm. Wir brauchen das, Zellteilungsförderung durch Vitamine, aber nicht, wenn ich ein Krebspatient bin. Und deshalb haben wir dieses Novosiden entwickelt und da hat mir auch ein Kollege sehr geholfen, Dr. Feldhaus von der Paramed, Simon Feldhaus. Mit ihm haben wir das auch getestet dann, wie es dem Patienten geht, und haben dann festgestellt, dass die sich wohler fühlen, und wir haben das dann auch tatsächlich eben den vielen Patienten gegeben und denen geht es dadurch viel besser. Und das Ding ist, dass diese Chemotherapie neben der Wirkung eben viele Nebenwirkungen hat, unter anderem sehr große Entzündungen auslöst. Ja. Deshalb werden die Patienten dann mit Cortison versorgt und so weiter, was auch wieder Nebenwirkungen hat und so. Und das versuchen wir abzufangen, zu unterstützen, dass es denen sehr viel besser geht. Und da haben wir jetzt schon wirklich einige Patienten, ich hatte kürzlich einen Pankreas-Patient, die kriegen Chemotherapien, und der hat mir gesagt, ich war der Einzige von denen, die ich regelmäßig dann wieder gesehen habe, der noch 30-40% arbeiten konnte neben der Chemotherapie, weil ich das regelmäßig genommen habe. Und das ist eben wichtig, dort können wir eben diese Entzündung helfen zu reduzieren, wir können diese Radikale etwas abfangen, und da muss man auch keine Angst haben, weil das die Wirkung von den Chemotherapien, also diese Radikalgenerierung, die wird ja eigentlich erwünscht in den Zellen, und dazu gibt es ja auch Transporte, die sich die Krebszellen auch speziell suchen, deshalb dieses Platin und so zum Beispiel, das ist viel krebszellaffiner, und das benutzt man als Transporte, dass die Chemo möglichst zu den Krebszellen geht. Und
auch so wie die Chemotherapien heute gemacht sind. Man versucht immer spezifischer zu den Zellen zu kommen, aber man hat einfach diese Nebenwirkungen. Dann werden eben gehen Mitochondrien kaputt, dann werde ich müde, dann habe ich eben eine künstliche Mitochondriopathie und so weiter. Das ist eine Spirale. Und genau, und das können wir überall eingreifen, auf allen Ebenen, durch einerseits die Entzündungshemmung, aber auch durch diesen Effekt, zum Beispiel Mitochondrienmembran stabilisieren zu können. Und der Witz ist ja, wir schaden ja der Chemotherapie nicht, weil wir ja bei Krebszellen Zelltod induzieren helfen. Also es ist eigentlich, es ist eine Unterstützung, es ist keine Chemotherapie. Wir können alleine damit nicht eine Therapie machen, aber in Kombination oder so hat es durchaus nützlichen Effekt für einen Patienten. Mhm. Jetzt hat natürlich nicht jeder Zuschauer das Glück und die Chance, einen Dr. Simon Feldhaus als Hausarzt zu haben, der einen Patienten auf diesem Weg begleitet und auch vorbereitet, damit die Nebenwirkungen klein sind. Wie sieht das die Aussichten aus, dass das irgendwann die Onkologen oder die Ärzte auch wirklich aktiv den Patienten zur Vorbereitung geben können? Eben, das ist sogar noch eine Nahrungsergänzung, also das kann sich jeder bestellen jetzt, auf dem Internet, bei Novel Pharm zum Beispiel, oder man kann eben Simon Feldhaus fragen, was es genau ist, oder man kann auch Omnimedica finden, also dieses Novositen ist etwas, was man auf dem Internet findet. Es ist eine Nahrungsergänzung, es heilt nicht Krebs, aber es hilft, diese Therapien zu unterstützen. Es gibt Konzepte mit einer klinischen Variante des Wirkstoffes, wir nennen das NPE, weil wir müssen das in der Herstellung für den pharmazeutischen Gebrauch noch etwas anders machen. Und in diesem Bereich setzen wir es dann ein für die klinischen Produkte und da gibt es dann Konzepte für Krebspatienten. Aber das ist noch nur für Einzelfälle leider anwendbar. Wenn Sie den Weg eben über Simon oder über Professor Pfeiffer oder so zu uns finden, dann können wir solche Konzepte anbieten in einem beschränkten Ausmaß. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein steiniger Weg ist letztendlich, bis alle das wirklich wissen und anwenden und immer empfehlen. Aber naja, du bist ein Forscher und Entwickler und seit 2001 dran, OM24 zu verbreiten, das Wissen zu vermitteln. Danke herzlich, dass du uns hier beehrt hast und mal gezeigt hast, was das alles kann. Einerseits Kosmetika, Sonnencreme, Schutz, das gibt's alles schon. Es gibt es als Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel und als Trink. Ich habe mir so einen Shot gesehen. Gell? Und im Bereich der pharmazeutischen Anwendung, wie gesagt, da seid ihr dran. Das gibt schon Wege, das ein oder andere. Ja, genau. Also wir sind jetzt dran, einen Cortisonersatz für die Haut zu entwickeln. Das wird bei Novel Pharm gemacht. Das ist eine spezielle Firma, die von privaten Geldgebern finanziert wird bis jetzt. Man kann sich da beteiligen. Wir sind nicht mehr weit von einem ersten Exit, sagen wir dem, für die Investoren, weil wir das unterwegs schon an die größeren Pharmafirmen einzelne Projekte verkaufen möchten, damit wir dann Mittel haben, um die weiteren Indikationen entwickeln zu können. Aber wenn das aufgeht, dann ist das ein gigantischer Markt, oder? Ja, natürlich. Also das sind alles so Multimilliardenmärkte. Also ich kann ein Beispiel bringen, auch von einem Entzündungshemmungswirkstoff, der kürzlich verkauft wurde an eine große Pharmafirma, also eine auch Start-up-Firma in der Schweiz. Sie haben auch vor mehr als 10 Jahren angefangen, Entwicklungen zu machen und haben jetzt einen Immunmodulator zum Injizieren an eine Pharmafirma verkauft und die haben über 1 Milliarde dafür gekriegt. Weil das wichtig ist für die Pharmafirmen, das sind, die brauchen neue Lösungen, die brauchen neue Lösungen, wollen das auch und die überlassen es eigentlich eher den kleinen Firmen, das Risiko noch zu entwickeln, aber sind auch bereit, einen guten Preis dafür zu zahlen, wenn es funktioniert.
Also wir zweifelst aber jetzt nicht, dass das Cortisol-Ersatzprodukt nicht funktionieren würde? Nein, das ist überhaupt kein Zweifel. Wir haben genügend Vorstudien gemacht, die zeigen, dass das hervorragend funktioniert. Zum Beispiel haben wir eine Studie publiziert, wo wir Verbrennungen verhindert haben bei Bestrahlungspatienten. Das ist auch ein Produkt, was es eigentlich gibt, aber was wir so noch nicht vermarkten können. Das kann man einstreichen. Wir haben das bei Brustkrebspatientinnen gemacht, weil die kriegen nach einer gewissen Zeit, weil die müssen ja 4-5 Wochen hintereinander jeden Tag bestrahlen und das wird immer röter und röter und das kann dazu gehen, bis die Verletzungen haben, Verbrennungen dritten Grades und so weiter, und wir haben das dann einfach täglich gepflegt damit und haben gesehen, dass die einen Sonnenbrand kriegen, aber gar keine Grad 3 mehr und das ging auch doppelt so schnell weg als die Vergleichspersonen und so weiter. Also es war eine sehr interessante Studie, genau. Problem hier auch das Gleiche, der Patient müsste das selber bezahlen und wobei ich jetzt denke, die Qualität, die er kriegt für während der Bestrahlung, ist vielleicht diesen Betrag auch wert. Das ist nicht wahnsinnig teuer, das zu machen. Aber ich sehe es ja auch, ich meine, die Kosmetika ist jetzt auch im Bereich des Preissegments wie alle anderen auch. Ja, das ist alles wie ein, genau, alles wie gut. Eine gute Kosmetik. Aber made nicht, in Switzerland, mit Studien von der ETH Zürich belegt, da muss man zuerst mal eine Kosmetika nachmachen. Ja, genau. Also ja, klar, also wir haben Universitätsstudien, wir haben Studien am Kantonsspital Chur, wir haben eben Zahnmedizinstudien am Universitätsspital Zürich, wir haben Hautstudien an der Dermatologie in Zürich. Stimmt, da war doch noch was. Da hast du mir in einer anderen Sendung mal noch gesagt, diese Firma Identis, das ist die Zahnpasta, oder? Identis, ja, genau. Das ist eine eigene Firma oder auch das Produkt der Zahnpasta? Ja, es ist eine Firma in unserer Firmengruppe, ja, genau. Das war doch so spannend, weil es tatsächlich auch verhindert, dass die Kollagenase oder Kollagenase, Gott, nicht stattfindet? Oder? Also, dass die Kollagenase, ja, das ist das Enzym, was das Kollagen abbaut, das aktiviert wird durch verschiedene Entzündungen, was dann eine große Rolle spielt bei Parodontose zum Beispiel oder auch nach verschiedenen Behandlungen im Mund, Operationen und so weiter. Das kam eigentlich aus einer Hautstudie. Da haben wir gesehen, dass wir diesen Kollagenabbau hemmen können. Also insbesondere dieses Enzym haben wir in einer Gene-Array-Analyse gesehen, dass die Produktion von diesem Enzym reduziert wird, was das Kollagen abbaut. Und haben dann eine Studie gemacht in situ, also das Zahnmedizinische Institut damals. Professor Attin war dann der Erste, der eine Studie lanciert hat mit dem Wirkstoff und gezeigt hat, dass man innerhalb von wenigen Tagen härteres Kollagen kriegt, also die Zähne werden härter. Wir haben das dann auch später mit dem Schmelz probiert. Also wir haben dann gesehen, dass diese Wirkstoffe, das geht dann wirklich in die Breite, auch Plaque abbauen kann, dass er, was dann dem Zahnschmelz wieder zugute kommt, dass das Zahnfleisch besser wird, dass die Wundheilung beschleunigt wird, was alles wichtig ist oder in der Zahnmedizin, aber natürlich, was wieder ein Riesenpotenzial öffnet im klinischen Bereich, wenn ich dann plötzlich eben in die Richtung dann Wundheilung oder so gehen wollen, oder? Also das muss ja auch jeder Zahnarzt jetzt hören, was da jetzt gerade du sagst, ja, oder? Ja, und unser Konzept war eigentlich mit diesen drei Produkten, die es jetzt gibt, die gängigen Tools sozusagen, die von den Zahnärzten verwendet werden, abzulösen oder zu unterstützen. Also was wir gesehen haben, wir wollten einen Ersatz finden für Fluorid, und zwar einen richtigen Ersatz, der vergleichbar funktioniert wie das Fluor, also chemisch vergleichbar funktioniert, das auch ein Apatit bildet. Und da haben wir eine seltene Erde gefunden, die das macht. Und die nicht neurotoxisch ist, also das heißt, die nicht in das Nervensystem angreift und dass man auch schlucken kann. Also dieser Stoff, dieses Lanthanoid ist auch in der Lebensmittelindustrie zugelassen, das wird auch eingesetzt, das ist eigentlich völlig ungefährlich und macht eigentlich Sinn, das schon sehr früh
einzusetzen. Und jetzt haben wir das kombiniert, diese Zahnpasta, heißt Cerium, und wird eingesetzt zusammen mit OM24, weil es natürlich eben dann diese Zahnfleischpflege, also Entzündungshemmung, Plaqueabbau und all diese Effekte, Kollagenasehemmung und dann zusätzlich dieser Schmelzschutz drin hat. Das ist eigentlich ein extrem interessantes Produkt, was quasi wie so eine Rundabdeckung, Rundumabdeckung macht. Und dann gleichzeitig auch die Säureresistenz der Zähne erhöht und so weiter. Und, schon beeindruckend, ist, ja, es ist extrem viel, aber das zeigt auch, eben der Wirkstoff, der macht so einen Teil, oder? Und die Produkte, alle Produkte, auch die Kosmetikprodukte und die Nahrungsergänzungen, die wir gemacht haben, das sind eigentlich Konzepte in sich, die sollen immer etwas abdecken. Wenn wir schon bei Kollagenabbau sind, wir haben zum Beispiel eine Nahrungsergänzung entwickelt für die OmniMedica, heißt ActiCaps. Und die ist dazu da, sozusagen die Knorpelprobleme zu lösen. Weil was wir gesehen haben in der Zahnmedizin, wir hemmen den Kollagenabbau, wir hemmen die Entzündung, die Ursache für den, eine Ursache für den Kollagenabbau. Und das ist ja immer bei den Gelenken und Knieproblemen und so weiter das Gleiche. Und ich hatte damals das entwickelt für meine Frau eigentlich, die Knieprobleme hatte, lange Tennis gespielt, hatte dann Knieprobleme und wir haben das nicht in den Griff gekriegt. Und dann ist mir das in den Sinn gekommen, habe gesagt, ich kann doch Kollagenabbau hemmen, was brauche ich noch? Ich kann Entzündung hemmen, Kollagenabbau hemmen, also muss ich jetzt noch Kollagen aufbauen und den Aufbau stimulieren. Und das haben wir dann gemacht, indem wir die Nährstoffe in die Tablette gegeben haben, indem wir die Katalysatoren reingegeben haben, die den Kollagenaufbau stimulieren. Da hat es dann unter anderem eben Vitamin C drin und so weiter. Und habe eine Kapsel gemacht, die heißt ActiCaps. Und das ist ein Rundum-Paket, um den Entzündung zu haben, den Abbau zu blockieren, um das geht es eigentlich, und um den Knorpelaufbau zu unterstützen. Und das ist äußerst effektiv. Das kann man sagen, dass wer das regelmäßig und dann auch in höheren Dosierungen nehmen kann, dem kann ich das nur empfehlen. Was ich interessant finde, sei es jetzt der Knorpelabbau, die Kollagenase eigentlich zu stoppen, das höre ich auch aus Studien, die rein auf Mikronährstoffbasis arbeiten. Also die Zugabe von Mikronährstoffen führt ebenfalls, also wurde mir hier schon präsentiert, auch zu ähnlichen Ergebnissen. Ja, also die Polyphenole und die Glucosaminsulfate und so weiter, die wir dazugeben, das sind ja auch Mikronährstoffe eigentlich. Ach, oder? Also Mikronährstoffe beschreibt eigentlich nichts anderes als die einzelnen Elemente innerhalb eines Extrakts oder je nachdem werden die halt eben die Mikronährstoffe eben rausisoliert. Und ich bin nicht so ein Freund, ehrlich gesagt, vom Herausisolieren, weil die Stoffe in den Pflanzen eben auch schon eine Art Konzept sind, so ganz wie die bestimmt Natur uns das zur Verfügung stellt. Und genau. Natürlich macht es Sinn, gewisse Sachen anzureichen und so weiter, aber das komplette Rausisolieren, das gibt immer wieder auch andere Probleme. Eben, das sieht man dann beim Vitamin C, oder? Das kann der Schuss wirklich hinten rausgehen. Man kann es auch benutzen, eben je nachdem, therapeutisch, aber man muss halt immer schauen, wie man es einsetzt. Oder? Ich bin immer ein Freund von kompletten Konzepten für ein bestimmtes Problem. Ja, und dann bei der Kollagen habe ich noch eben auch gelernt, Aminosäuren, wo ebenfalls hier sehr stärkend wirken sollten in diesem Verhältnis. Ja, klar. Also eben, es braucht natürlich verschiedene Bausteine und Katalysatoren für die Kollagensynthese. Und dann muss man die halt entsprechend dazugeben. Auch Katalysatoren, oder? Also es braucht die Kollagensynthasen sozusagen, also die dieses Kollagen zusammenfügen.
Die brauchen zum Beispiel Kupfer und Mangan und so, also Reaktionsmetalle, oder? Und das macht dann Sinn, die eben mitzugeben. Das sind dann eben Mikronährstoffe, die in sehr kleinen Mengen verwendet werden. Das sind ja auch Metalle, oder? Sollte man nicht in hohen Mengen verabreichen, aber eben als Mikronährstoff macht es eben dann Sinn. Du siehst, wir hüpfen von meinem Thema zum nächsten, weil es ist wirklich so groß. Bevor ich nochmals in ein Knorpelthema eintauche, wir machen eine Doppelsendung gerade, nochmals zurück zu den Zähnen. Eigentlich, wenn ich mir das so richtig höre, ist ja diese Zahnpasta revolutionär und extrem bedeutsam für unsere Zahngesundheit. Entzündungsprozesse werden sofort stabilisiert, abgebaut. Wir haben hartes, die Zähne halten richtig gut. Gut kriege ich auch über eine ordentliche Ernährung hin. Aber in Ergänzung, warum soll ich nicht das nutzen und das andere auch, oder? Ja, natürlich. Die Zahnpasta ist immer die Lösung für ein lokales Problem, oder? Die Haut pflege ich auch nicht nur von außen. Also wenn ich mich schlecht ernähre, dann kriege ich auch schlechte Haut. Ja. Das heißt, ich muss immer von beiden Seiten schauen. Und das war auch das Konzept in der ganzen Kosmetiklinie sozusagen. Von Anfang an war es mir ein Anliegen, das Thema immer von allen Seiten, also von innen und von außen zu behandeln. Und deshalb haben wir eben damals die Cremes und die Nahrungsergänzungen begonnen zu machen. Zuerst richtig eben nur Hautschutz, Zellschutz orientiert, und dann, je mehr wir in den Studien entdeckten, sind dann halt immer mehr Produkte und Ideen und Konzepte dazugekommen. Aber gebe ich dir recht, Zahngesundheit hat auch mit Mikrobiom und so weiter zu tun. Das muss man wirklich sehr, sehr umfassend anschauen. Aber wir leisten auf jeden Fall mal einen lokal sehr umfassenden Beitrag zu einem sehr stabilen, zu einer sehr stabilen Zahngesundheit oder auch zu einer sehr guten Regeneration nach schweren Eingriffen und so. Ich werde das noch mit meinem Zahnarzt diskutieren und da dranbleiben. Für mich persönlich muss ich sagen, total überzeugend natürlich, diese Idee. Ich möchte aber dann noch sagen, du hast gesagt, es ist ein anderes Produkt drin als Fluor. Über Fluor müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber es ist noch heute so, von 200 Zahnpasta im Einkaufsladen sind noch 190 mit Fluor. Aber was ich auch weiß, auch zu Fluor, nicht nur, dass es neurotoxisch wirkt, es ist ja auch so, dass das Mikrobiom kurzfristig eigentlich, es wird clean gemacht. Es ist wie eine Desinfektion im Mundraum. Und es ist steril und anfällig für neue Keime. Wie ist dieser Ersatzprodukt, wo ihr da, diese seltene Erde, ist das auch etwas, was das Mikrobiom eigentlich sterilisiert? Ja, nicht wirklich. Nein, es ist ein Reaktionsprodukt. Es wird mit Säuren, also es funktioniert eigentlich so, die Säuren im Mund, die lösen ja das Kalzium aus dem Zahn. Wenn dieses Lantan vorhanden ist, dann reagiert das mit diesem Kalzium und bildet einen neuen Kristall. Das macht eigentlich das Fluorid auch, nur dass das Fluor halt ein Halogen ist und hat gleichzeitig auch Bakterien stark betrifft. Das sind Lantane nicht. Wir haben aber natürlich diese Polyphenole, die ja Mikrobiom abbauen, also antibakteriell schon auch wirken langfristig. Man muss aber schon auch sehen, also ich würde jetzt das, muss vielleicht schon auch relativieren. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man mit dem Zähneputzen jetzt den Mundraum komplett steril hinkriegt. Mhm. Oder? Das Problem ist nur, welche Bakterien werden abgebaut und habe ich dann noch genügend von den Guten sozusagen im Mundraum, um das wieder aufzubauen. Das baut sich ja auch innerhalb kurzer Zeit wieder auf. Und, aber natürlich, ein Teil geht in den Magen-Darm. Also ich finde jetzt
das Fluoridproblem für das, was resorbiert wird, eigentlich das wesentlich schlimmere Problem. Hm, okay. Also ich denke, dass das Mikrobiom, wir müssen irgendwie diese Plaque und diese Bakterien bekämpfen, da gehen zwangsläufig auch andere kaputt. Aber ich sage jetzt mal, wie Professor Schmidlin, der uns sehr stark geholfen hat, diese Produkte auch zu machen, beziehungsweise sehr viele Studien damit dann auch gemacht hat in der Parodontologie von der Uniklinik in Zürich, auch mit anderen Instituten weltweit zusammen. Er hat immer gesagt, also das Wichtigste am Zähneputzen ist das Putzen. Also, dass man wirklich physikalisch mit der Bürste mal diese Bakterien von der Oberfläche wegbringt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das hilft mehr als jedes Desinfizieren und Mundspülen und so weiter. Mhm. Diese Plaque wegzuputzen. Und deshalb war es sehr interessant, dass dieser Plaqueabbautest von den Mundspülungen oder von der Zahnpasta eben so gut rausgekommen ist. Mhm. Genau. Und was wir dann auch gemacht haben, wir haben eine alternative Spülung zu diesem Chlorhexidin gemacht. Chlorhexidin ist ein extremes antibakteriell wirksame Mundspülung. Das ist zwischendurch sicher wichtig, dass man das macht, aber es hat natürlich Probleme wie Zahnverfärbung, wie Geschmacksstörungen, wie Allergien kann es auslösen und so weiter. Also es ist und ist immer noch ein sehr weit verbreitetes, in fast allen Mundspülungen hat es dieses Chlorhexidin drin. Und da haben wir auch ein alternatives Produkt dazu gemacht. Es gibt alternative Wirkstoffe oder antibakterielle Stoffe. Das ist auch ein chemischer antibakterieller Stoff, aber es ist halt nicht Chlorhexidin und dadurch in der Kombination von den zwei Spülungen, diese stark desinfizierende, die man verwenden kann, wenn das nötig ist, bei starkem Mundgeruch oder so, da muss man das mal machen. Und die Kombination zwischen der Mundspülung mit OM24, das sind zwei, sozusagen eine Tag- und Nachtspülung, wo man dann die Plaque abbaut, aber das Zahnfleisch pflegt und so weiter, da kann man ein gutes Gleichgewicht hinkriegen und kann ein bisschen diese Nachteile, sage ich jetzt mal, von den gängigen Zahnprodukten, kann man da umgehen. Also ein bisschen diesen Forscherdrang einer von dir so ein bisschen reinzuhören, ist schon faszinierend. Du hast Ideen ohne Ende. Ja? Ich habe schon gesehen, auch jetzt vorhin hast du das Knorpelprodukt noch erwähnt, dann weiß ich auch noch etwas da, irgendwie Haarwachstum oder irgendwas. Es ist ja, das hört ja gar nicht auf. Ja, natürlich, weil das Haarwachstum, das ist eigentlich entstanden aus einer Prostata-Entwicklung. Also wir haben die Nahrungsergänzung in höherer Dosierung haben wir bei Prostatapatienten untersucht. Und es ging darum, wir wussten, eben wir können Einfluss nehmen auf Krebszellen und so weiter. Und haben dann festgestellt, wegen der Entzündungshemmung, dass die sogenannten PSA-Werte gesenkt werden können. Bei höheren Dosierungen. Mhm. Und also höhere PSA-Werte heißen ja nicht, dass ich unbedingt jetzt Prostatakrebs habe. Ich habe irgendeine Entzündung. Das ist ein Entzündungsmarker eigentlich, ein prostataspezifisches Antigen, dass sobald die Prostata sich vergrößert und dass da ein Entzündungsprozess vor sich geht, dass sich da etwas tut und dann ab einem gewissen Level sollte man was unternehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, das war damals noch mit Professor Pfeiffer an Escolab in Brunnen, haben wir gesagt, jetzt untersuchen wir mal diese Entzündungshemmung bei Prostata-Patienten und
das war ursprünglich auch ein weiterer Grund, diese Novel Pharm zu gründen eigentlich, weil wir dann festgestellt haben, ja, mit höheren Dosierungen können wir durchaus diese PSA-Werte auch wieder senken, ohne weitere Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen waren eigentlich so, und das war sehr interessant, weil sie ein starkes Antioxidant sind, dass die Blutbilder, Cholesterin und so weiter von diesen Patienten auch dann sehr gut ausgesehen haben. Interessant war aber, dass wir das dann mehreren Leuten so empfohlen haben, sie sollen das mal probieren, und die sind dann zurückgekommen und haben gesagt, ja, das ist super, aber meine Haare sind auch viel stärker und zum Teil sogar wieder dunkler und so, weil die dann besser wachsen. Und wir haben dann mit der Zeit verstanden, was eigentlich passiert, weil wir eine Studie gemacht haben, dann mit diesem, wir haben eine Haartablette entwickelt, mit der Firma Rausch zusammen übrigens, oder für die Firma Rausch. Und da haben wir die Reduktion von Dihydrotestosteron gemessen, weil das ist eigentlich relevant auch für Prostata. Und Dihydrotestosteron ist ein Abbauprodukt von Testosteron und lagert sich an die Haarwurzel an und verhindert die Nährstoffaufnahme. Und deshalb diese Hormonprodukte, die man hat da für die Haare, die zielen eigentlich auf dieses Dihydrotestosteron ab. Jetzt machen wir das auf natürliche Weise. Also wir reduzieren das PSA, die Entzündung, aber wir reduzieren auch dieses Dihydrotestosteron. Das heißt, die Haare können wieder Nährstoff besser aufnehmen, dann wachsen sie besser. Und wenn wir das jetzt kombinieren, zum Beispiel mit kann man das kombinieren mit Derivaten, mit Hormonderivaten, Prostaglandin oder so, dann wachsen die Haare schneller und besser. Und das haben wir dann gemacht in diesem Vorher, heißt das Produkt, was jetzt auch als White Label noch sonst im Markt ist, von Demois. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, ja. Und das kriegt man über die Firma Rausch, oder was? Rausch hat eine Vitalkapsel, ja, genau. Das war eigentlich, die Vitalkapsel war gar nicht so unbedingt auf die Haare ausgelegt, hat aber die Nährstoffe drin für die Haare, sondern es geht um die Gesamtvitalität. Das war auch für die Haut ausgelegt, weil es hängt alles zusammen. Es ist Kollagenabbau, es ist Anti-Aging, es sind Nährstoffe für die Haut und so weiter. Und da gibt es diese Vitalkapsel, ja, genau, von der Rausch, die eigentlich diese Nährstoffkaskade bedient. Mhm. Auch. Und das Vorher, das ist von der Novel Pharm, das ist dann mehr ausgelegt wirklich auf die Haare und die Nährstoffe von den Haaren. Und, so. Und, ja. Und da gibt es auch ein Spray dazu, was man dann auf den Kopfhaut sprayen kann. Und so, wir nehmen, also den Hormonkomponente haben wir nur die Kontrolle, die Reduktion von Dihydrotestosteron in der Tablette, und die Wachstumskomponente haben wir im Spray. Das wollen wir nicht im System haben, oder? Das wollen wir nur auf der Haut haben. Oder? Okay. Und deshalb ist das auch eine Kombination zwischen einer Tablette und einem Spray. Mhm. Also wieder dieses Innen-Außen. Oder? Mhm. Sind, Was ich noch ein bisschen raushöre, ist, man sollte sich ordentlich beraten lassen, bevor man jetzt einfach nur blind kauft und anwendet. Mhm. Macht ihr diese Beratungen auch? Oder, ich meine, du jetzt nicht, ja. Du bist irgendwo im Labor, oder? Ja, also man kann natürlich, ich sage jetzt mal, bei OmniMedica kann man das anrufen, aber wir versuchen auch die Apotheken auszubilden, also insbesondere im Moment läuft eine große Ausbildungsserie bei den Top-Pharm-Apotheken. Mit den Einzelnen arbeiten wir schon länger zusammen. Und die haben ein sehr gutes Qualitätssicherungssystem und die unterstützen uns eigentlich schon lange, auch so. Und seit kurzem fangen wir an, dort eine Ausbildungsserie zu machen. Mhm. Für die Top-Pharma-Apotheken, dass man, also die Apotheken, die das Produkt haben, und das sind da im Raum Zürich ja schon einige und in der Schweiz auch, die haben immer auch eine Ausbildung. Also wenn ich da in die Apotheke gehe, dann hat die Apotheke, die das Produkt führt, hat auch eine Ausbildung. Mhm. Okay.
Aber eben für die vielen Zuschauer jetzt auch aus Deutschland und Österreich, die können einfach anrufen also, und sich mal beraten lassen. Oder die können eine E-Mail schreiben oder auf der Homepage ein Mail reintun. Dann wird das weitergeleitet und bearbeitet und zurückgeschrieben. Wenn es wirklich schwierige Krankheitsfälle sind, dann müssen wir halt etwas ausmachen. Eben auch so im Rahmen von Krebstherapien, das sind natürlich komplizierte Konzepte, wo wir auch mit Ärzten oder ich vor allem mit Ärzten zusammenarbeite. Da müsste man schauen, dann wie ein Patient, der was Begleitendes oder Alternatives sucht, wie man den einloggen kann. Das ist noch ein Arzt, dann, das absegnet. Also wir arbeiten mit ganzen Onkologen-Boards zusammen, wo man das dann integrieren kann. Oder wenn der eigene Arzt dann offen ist für sowas, dann können wir das auch über den mit ihm zusammen abstimmen. Man sieht jetzt eigentlich nur schon noch aus dieser Zusammenfassung her, wir haben mit Krebs angefangen, Entzündungsprozesse im Körper, plötzlich waren wir bei den Zähnen, beim Knorpel, bei den Haaren. Es ist eigentlich immer das gleiche Muster. Also wenn der Körper zu wenig Energien hat, zu wenig Nährstoffe hat, zu wenig Energien hat, kommt er in einen Abbauprozess. Und wenn man hier ansetzt, kann man ganz, ganz viele Baustellen wieder in die Regulationsfähigkeit zurückführen. Ja, es ist so. Es ist eigentlich, die Grundlage ist der Zellstoffwechsel. Ne? Und Entzündungen sind ein schlechter Nebeneffekt eben von Mangelerscheinungen. Es ist wie so ein Alarmsignal natürlich des Körpers, weil er diese Signale ausschüttet, versucht bestimmte Systeme zu aktivieren. Das können Abwehrsysteme sein, das können auch Selbstheilungsprozesse natürlich sein, die dadurch ausgelöst werden. Aber wenn die zu lange andauern, dann können die Zellen das nicht mehr handeln. Aber man muss einfach versuchen, mit Konzepten sozusagen die Fehlfunktion oder den Einfluss oder den schlechten Einfluss, der das in der Zelle auslöst, quasi den Auslöser zu beseitigen und zu behandeln. Und das sind biochemisch sehr komplexe Systeme, aber die Natur, die stellt uns eigentlich Lösungen zur Verfügung dazu. Wir müssen sie finden und dann müssen wir sie so umsetzen, dass wir sie dem Körper im richtigen Moment, im richtigen Konzept wieder zur Verfügung stellen können. Das ist eigentlich mein Credo. Ich werde niemals die großen Lösungen alleine im Reagenzglas finden. Das werden wir nie synthetisieren können. Die Lösung liegt irgendwo dazwischen. Aber wir brauchen die Natur. Die Natur hat immer die großen Lösungen uns gebracht. Also wenn wir ans Antibiotikum denken, mit dem Penicillin, mit dem Schmerzmittel, das größte Schmerzmittel, das wir haben, das Morphin, oder ein Hustenmittel, das Codein, oder das stärkste Herzmittel, das Digitoxin. Ohne Digitoxin, das würde die Kardiologie nicht funktionieren. Also da muss man schon sehen, das hat nicht jemand im Reagenzglas erfunden. Und deshalb viele Wirkstoffe ineinander. Das ist halt die Natur, die hat sich was gedacht, wenn sie es so baut. Ja, klar. Also, oder die Moleküle so gebaut. Wir haben dann schon gefunden, dass dieses Digitoxin, also digital ist, dass man das isolieren kann und dass das dann als einzelne Substanz eben eingesetzt werden kann in der richtigen Dosierung und so weiter. Aber das ist mit vielen anderen Dingen ist das genauso. Genau. Danke dir ganz herzlich. Dr. Hans Holzgang war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, Sie hatten jetzt ebenso viel Spaß und Freude daran zu sehen, wie so ein Forscher tickt, wie er auf dem Forscherdrang einfach immer wieder nachsucht und sieht, wo überall noch Verbindungen da sind und letztendlich der Schlüssel in der Natur findet, wo so heilsam sein kann und so wirksam sein kann und heute in Form von Produkten bereits auch zugänglich ist. Hauptsächlich im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik, aber irgendwann, und da bin ich mir ganz sicher, dass er das schafft, werden wir das hoffentlich dann auch im Bereich von Heilmitteln sehen, die dann wirklich auch über Ärzte verschrieben werden.
werden können und auch bezahlt werden durch die Kasse. Das wäre das große Ziel und ich bin mir sehr zuversichtlich, dass er das schafft. Insbesondere, wenn ich höre, ein Cortisol-Produktersatz, das wäre schon ein Riesensegen. Alles Gute Ihnen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.